Hallo zusammen. Normalerweise mache ich diesen Film, den Mittwochsclip, am Abend, aber ich habe mir gedacht, wieso? Warum soll ich da jetzt warten? Ich mache den lieber mal am Vormittag, denn hier ist doch einiges los an der Börse und da muss ich ein paar Sprüche zu loslassen. Also das Erste ist, mir kann keiner erzählen, dass irgendeine mathematische Technik, das meine ich hier MACD, Stochastik oder was auch immer, Ishimoku, LJ-Wellen, Point and Figure, dass das hier nennenswert hilfreich ist. Wir sind abhängig von der Nachrichtenlage. Wenn also da irgendein Außenminister irgendwas sagt, hat das einen Einfluss. Und glaubt's mir, das steht auf Reuters oder Bloomberg schneller, als ihr das irgendwo irgendwie erfahrt. Es nutzt auch nichts, die Hotline beim Kreml anzurufen, da kriegt er, glaube ich, auch keine Auskunft. Vor diesem Hintergrund ist der Chart an sich ist wesentlich wichtiger als irgendetwas Mathematisches. Mir ist es völlig egal, ob ein Wert überkauft, überverkauft oder sonst wie ist. Danach handle ich momentan nicht. Ich habe das so oft erlebt. Gorbatschow-Crash, Irakkrieg 1, Irakkrieg 2, natürlich 9-11, die Griechenland-Krise. Wenn da irgendeine Nachricht rumtickert, dann kommt eine Bewegung, die oftmals so schnell ist, da könnt ihr gar nichts machen. Oder ihr seid zum Reagieren verdammt. Das nächste Problem kann sein, wenn so schnelle Bewegungen sind, dass dann gerade bei den Derivaten die Market Maker an der Eurex mal auf den Hold-Knopf drücken und dann gibt es keine Preise mehr. Oder die Emittenten bei Optionsscheinen oder bei K.O.-Scheinen einfach mal sagen, entweder Stopp oder wir machen mal Bid und Ask so breit, dass man dann mit dem Laster durchfahren kann. Auch hier wieder war genau das Gleiche bei der Trump-Wahl. Ja, und die fand ich jetzt nicht so prekär, die Situation wie die, in der wir momentan sind. Man kann hier gut handeln, das kann man. Ich will das mal am folgenden Beispiel klar machen. Das war, weil ich ja neulich einen Film darüber gemacht habe, Delivery Hero. Ich will das einfach mal zeigen, wie ich da rangehe. Ich hatte gesagt, also ich habe diesen Film gemacht, ich habe gesagt, es gibt hier noch keine Unterstützung, ich muss hier die Unterstützung abwarten. Ich habe aber selbst auch, damit ich reinkomme in den Markt, dass ich mich besser fühlen kann, habe ich die Schnüffelstücke gekauft. Das waren ganze 10 Stück. Das war hier. Jetzt gehe ich mal auf einen 4-Stunden-Chart mit euch. Vielleicht hilft euch das. Ich habe die irgendwo hier gekauft. Da. Und dann sind die weiter, schön weiter. Es gab keine Unterstützung. Da habe ich auch am Freitag-Film nochmal drauf hingewiesen, weil den Delivery Hero-Film habe ich meine, zwar am Donnerstag gemacht. Ich muss eine Unterstützung abwarten. Dann sind sie unter die 40 gegangen. Ich hatte drei verschiedene Scheine genannt, die also deutlich weiter weg waren. Ich mache mal hier die Technik mal ein bisschen hoch, nur damit wir es mal verfolgen können. Diese Kerze hier, die hat mir sehr gut gefallen. Da haben wir bei 42 geschlossen, weil die gleichzeitig diese beiden hier komplett rausgenommen hat. Das Volumen war in Ordnung, aber habe ich auch nicht so drauf geschaut. Also von da wurde ich hier wachsam. Und hier habe ich gekauft. Das war bei 43. Hier habe ich die Position aufgemacht. Das heißt, zu diesen 10 Stück habe ich dementsprechend mehr dazu gekauft. Aber, und das ist jetzt die Erfahrung, die ich habe, ich mache jeden Trade mit dem gleichen Geldbetrag. Es sei denn, ich mache die Schnüffelstücke. Ja, dann ist das 10%, 15% dessen, was ich machen will. Aber auch hier habe ich die Position nicht voll ausgefahren. Ich weiß doch hier nicht oder da, dass das Ding komplett hochgeht bis 50. Und ich weiß nicht, wie die Nachrichtenlage ist. Keine Ahnung, wer da wann wie irgendwo irgendwas sagt. Stellt euch mal vor, da schießt einer in der Nähe der Grenze für sein Mittagessen Hasen. Dann heißt es dann gleich Schüsse an der Grenze. Ich übertreibe, aber so muss man sich das vorstellen. Also ich habe dann die Position nur zur Hälfte dessen gemacht, was ich normalerweise mache. Das ist bequemer. Aber der Stopp, der lag sofort hier unten drunter. Und der ist dann auch vertretbar. Das sind dann lediglich 5 Euro. Das ist vertretbar. Das wird mich nicht umbringen. Also meine Positionen sind insgesamt nur halb so groß wie das, was ich haben will. Machen wir mal weiter, dass es vielleicht noch ein bisschen besser hilft. Ich tummel mich ganz gern so im Stundenchart rum. Und auch hier, ich hatte hier bei 42, habe ich die dann gekauft. Und zwar nicht hier, sondern erst als wir das überboten haben. Das war hier, 42, ich glaube 45 oder so. Und dann ist das Ding einfach weitergezogen. Was ich dann mache, ich mache es nochmal ein bisschen größer, wenn ich sehe, dass dann so eine Kerze reinkommt und ich auf einmal hier von, wo sind wir denn hier, von 43, 37 geht das Ding hoch auf 45, 60,
ziehe ich sofort den Stopp nach. Das kann man machen auf Einstand, wenn man das will. Der ist ja ungefähr dann hier gewesen, da, ziemlich genau da. Ich mache es aber dann so, wenn die Kerze fertig ist, wenn die fertig ist, ziehe ich das hier unten drunter. In diesem Fall war das der gleiche Kurs. Wäre doof gewesen, geht hoch auf 45,83 und dann hätte ich es zum Einstand wieder verloren, aber ich habe keinen Verlust. Und je nachdem, wenn dann die Kerzen weiter hochziehen und überbieten das letzte hoch, dann ziehe ich den Stopp immer weiter ran. Hierhin, dann dahin, dann dahin, dann dahin. Und zwar immer etwas drunter. Bei sowas wie Delivery Hero muss man schon einen Euro nehmen. Also sagen wir mal ganz grob 2%. Ich lag hier. Aber am Abend habe ich die komplett glatt gemacht. Dann habe ich gesagt, danke, das reicht, ist in Ordnung. Und damit habe ich mein Ziel erreicht. Aber immer mit einem ganz, ganz großen Sicherheitsgedanken dahinter. Gehen wir mal zurück zum DAX. Das ist jetzt der 60-Minuten-Chart vom DAX. Ja, und das hier war die Aussage von dem russischen Außenminister, ja, wir ziehen mal ein paar Leute weg. Schön. 2, 3 Stunden später kam dann die Meldung, dass im Gegenzug allerdings, ich weiß nicht wie viele Hubschrauber, ich glaube es waren 60, wurden an die Krim verlegt. Die ganze Geschichte ist noch nicht vorbei. Das ist vielleicht eine minimale Entspannung, aber mehr ist es nicht. Das kann jederzeit euch hier um die Ohren fliegen. Und nochmal, wenn das passiert, dann weiß ich nicht, ob ihr aus den Positionen rauskommt, weil die Scheine vielleicht breiter gestellt werden, die Eurex keine Kurse macht, also die Market Maker, da muss man halt höllisch aufpassen, denn dann liegt ihr vorne und kommt nicht raus. Das wäre also der ultimative Albtraum. So, jetzt sind wir gestern dann ordentlich gestiegen und schließen sogar am Tageshoch. Das konnte keiner hier erwarten, dass wir irgendwie da hochgehen. Das kann man einfach nicht, das ist Zufall. Nochmal kurz zum Tageschart. Diese Linie hier, die wir hier haben, bei 14.815, die wurde ja gestern auch wieder bestätigt. Deswegen habe ich die jetzt richtig fett gemacht. Ja, die ist jetzt jedem bekannt. Die wird auf NTV auch zweimal am Tag genannt. Und jeder kennt die. Das ist halt das ganz wichtige Ding. Und ich glaube nach wie vor nicht, dass das während des Tages gebrochen wird. Es sei denn, es kommt eine wirklich böse Nachricht. Das ist eher eine Geschichte für über Nacht, dass wir da mal durchgehen. Ob wir das tun oder nicht, ist momentan meines Erachtens nach überhaupt nicht zu sehen oder zu sagen. Rein vom Chart her haben wir hier einen sensationellen Hammer. Das war am Montag und wir sind gestern genau wieder zur 20-Tage-Linie gelaufen. Also das hätte ich jetzt hier auch nicht gedacht, dass wir das so schnell wieder hier hochkriegen. Und deswegen klein bleiben. Das ist wirklich das Wichtigste überhaupt. Ob wir jetzt von hier aus 300, 400 Punkte nach oben gehen, weil vielleicht irgendwo noch ein paar Truppen abgezogen werden sind. Oder aber von hier direkt wieder scheitern und gehen wieder in diesen Bereich hier irgendwo runter, weil vielleicht woanders Truppen hingebracht werden. Das wissen wir einfach nicht. Also die Devise ist definitiv klein bleiben. Und ich habe diesmal die Scheine so gewählt, dass die einen größeren Abstand haben. Hier ist nämlich letzte Woche auch einer bei 14.900. Das war am Montag, hat es den auch rausgebröselt. Ja, der war einfach zu knapp, muss ich ganz klar sagen. Ich habe mir das jetzt diesmal so gemacht. Ich habe von den Calls 14.701, da sind wir also hier deutlich drunter. Ich mache das mal höher, dann sind wir hier. Den habe ich, der muss raus, wenn wir die 14.800 unterbieten, mit einer Stundenkerze. Das ist die HR67K2. Ich habe aber auch einen, und das ist trotzdem ein Hebel von 15, ein 14.405er. Da sind wir also noch weiter hier unten. Ja, wem das einfach zu heiß ist, und ich kann das verstehen. Und dieser 14.405er, das ist die HR65U1. Bei dem Putz habe ich auch zwei genannt, einen hinter dem oberen Band, ja, hinter diesem Widerstand bei 15.904, die HB2T2L oder 16.400. Da sind wir also hier jenseits des All-Time-Highs in diesen sogenannten Uncharted Territories. 16.401 ist die HR7SEC. Also das ist mein Ratschlag, bleibt klein. Eine Nachricht, die ihr mit Sicherheit später bekommt als irgendwelche professionellen Händler, die vor Bloomberg, Reuters oder sonst wo sitzen, die sind einfach schneller. Und dann seid ihr zum Reagieren gezwungen. Das ist reines Glück, ob ihr hier long seid und dann die Nachricht kommt. Also ich handel solche Märkte ganz gerne, aber höchste Disziplin. Also wenn ich hier irgendwas kaufen würde,
was sind das, 15.101, dann wäre spätestens hier, aber allerspätestens der Stopp. Und das wäre mir schon zu weit. Ja? Also 14.900, das ist zu weit, aber ich muss es so legen. Geht auf eine Zeiteinheit vielleicht nicht von 5 Minuten, sondern von 10 Minuten. Da kann man das auch ein bisschen besser sehen. Da muss ich nämlich hier auch den Stopp, wenn ich jetzt hier irgendwo was kaufe, kann ich den Stopp hier drunter legen, unter diese Kerzen hier. Da 30 Punkte drunter, 40 Punkte drunter. Der Markt wird volatil bleiben und jede Nachricht kann das Ding nach oben oder nach unten katapultieren. Da ist die Akzeleration ganz, ganz hoch. Also bleibt auf jeden Fall klein und diszipliniert, dann kann das auch was werden. Aber diese mathematische Technik hier, meines Erachtens nach, gerät die völlig ins Hintertreffen. Das hat keine Aussage momentan. Das ist einem Putin völlig wurscht, ob da ein Markt überkauft oder überverkauft ist. Wenn der meint, ich muss da rein, dann geht er rein. Und wenn er meint, er muss sich zurückziehen, dann zieht er sich zurück. Das könnt ihr vergessen. Hey, viel Glück, happy trading und fette Beute. Bye, bye.